Hallo und willkommen zurück zu Lara Croft and the Guardian of Light. Ich habe das Level schon mal angefangen, allerdings hat mir da mein Rechner ein bisschen Strich durch die Rechnung gemacht. Läuft der gerade nicht so ganz rund. Ich weiß nicht, woran es liegt. Aber Moment. Ja, hier sieht man es. Ich habe schon zwei rote Schädel. Die werden leider sofort gespeichert. Es gibt keine Möglichkeit, dieses Level komplett neu anzufangen. Außer ich hätte mir jetzt ein Safe Game runtergeladen, aber es gibt nur 100% Safe Games und das wäre dann auch wieder blöd, weil ich will ja mit dem spielen, was ich habe und mir nicht irgendwas runterladen. Das heißt, leider habe ich jetzt schon zwei von den Schädeln, die man hier finden kann. Und ja. Ah, sieh eine an, die Waffen funktionieren. Ich habe es zwar auch aufgenommen, aber dummerweise habe ich die Audiodatei gelöscht, weil ich dachte, ich mache es nochmal neu. Habe natürlich nicht dran gedacht, dass ich dieses Level nicht nochmal neu machen kann, sonst hätte ich es irgendwie noch zusammenschneiden können. Ich muss mal schauen, wie ich es mache. Jetzt geht's auf jeden Fall erstmal weiter hier. Steuerung ist... Auf einer meiner alten Karten ist dieses Gebiet verzeichnet. Ich könnte Boden gut machen, wenn ich durch die Spinnengruft gehe. Jawohl, wir wollen durch die Spinnengruft. Müsste gleich was aufploppen. Oder auch nicht. Hier lag der erste Schädel. Der jetzt natürlich nicht mehr hier liegt. Sehr bedauerlich, aber was soll man machen? Hier bin ich gegen die Wand gerannt, weil ich nichts gesehen habe, vor lauter Sonne auf dem Monitor. Und ja, das ist ja schon der dritte Durchlauf insgesamt, den ich bei dem Level mache. Ich habe es bisher noch nicht geschafft, alle 10 Schädel zu finden. Ups, daneben. Die Steuerung muss ich erst wieder gewöhnen. Hier lag der zweite Schädel, der leider auch weg ist. Also mit der Steuerung werde ich mich, glaube ich, nie anfreunden. Und nein, ich kaufe mir auch kein Gamepad für sowas, weil ich will einfach nicht mit dem Gamepad spielen. Damit komme ich nicht klar und wieso sollte ich? Maskus Männer sind tot. Ausgelöscht von diesen Kreaturen. Ups. Ja, Zielsunkel Geschosse. Sehr spaßig. Boah, Alter. Was ist los? Toll. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, warum das hier krass so rumruckelt. Ich habe es ja schon mal aufgenommen und da lief es eigentlich echt gut. Zerstören Sie alle Trucks. Ist der schon zerstört? Ja, jetzt auf jeden Fall. Ich weiß echt nicht, warum die Frames so unten sind. Keine Ahnung. Die Maus lackt auch total rum. Sieht man ja hier. Also, so zittrig bin ich nicht, aber irgendwie mag er einfach nicht so recht. Ich habe auch eigentlich nichts verstellt an den Einstellungen. Habe mir jetzt... Huch, das wollte ich gar nicht. Habe mir jetzt gerade extra nochmal einen neuen Grafiktreiber installiert. Alter, krieg dich mal ein. Weil ich dachte, vielleicht wird es damit besser, aber offensichtlich hat das auch nichts gebracht. Ja, ich hoffe einfach mal, dass sich das Spiel irgendwie wieder einkriegt. Ich meine, es läuft ja eigentlich. Ich weiß nicht, was er für ein Problem hat. Hui. Oh. Nein, nicht darüber. Die Steuerung. Hier lang.
Ja, ich tue mir da ein bisschen schwer. Wie man vielleicht merkt. Oh, Ruckel. Hallo. Jetzt schmeißt sie wieder nicht. Ich weiß nicht, was die Frau für ein Problem hat. Okay. Also es lag wirklich gerade ein bisschen rum. Nicht nur von den, wie komme ich runter? So. Nicht nur von den Frames, sondern allgemein die Steuerung. Wählt sie ihre Waffen nicht aus, dann will sie die Waffen nicht ziehen. Dann schießt sie nicht, obwohl sie aktiviert sind. Ist ein bisschen ätzend. Vor allem bei Spielen, wo man, naja, wo man reagieren können sollte, um nicht zu sterben. Mal sehen, vielleicht schaffe ich es. Erkunden Sie die Anscheinend braucht man Spinnengruft. auch die übrigen Goldscheiben, um in diese Gruft zu kommen. Ja, wir finden die erste Goldscheibe, kriegen wir schon hin. Liegt hier noch irgendwas? Ich wünschte, ich könnte die Kamera drehen. Ah, man kann ja nicht alles haben. Wow. Alter, dieses Geruckel. Ich weiß echt nicht, was der für ein Problem hat. Und ich hoffe wirklich, dass ich den letzten Schädel jetzt auch mal finde. Weil ich habe keine Ahnung, wo der sein kann. Ich war eigentlich überall. Ich weiß nicht, ob man es merkt. Ups. Ich hab sogar die Grafikoption runtergestellt. Aber es läuft einfach nicht richtig flüssig. Echt keine Ahnung. Ich hoffe, es geht auch so einigermaßen. Jetzt ist es gerade wieder ein bisschen besser, aber naja. Könnte ja schlimmer sein. Hui! Aua! Verdammt. Boah, auf zu ruckeln, Alter. Oh, hier liegt noch was. Wie komme ich da hin am besten? Ich habe auch eigentlich nichts im Hintergrund laufen, was die Leistung negativ beeinflussen könnte. Also echt keine Ahnung. Was es mit der Maus sein soll, weiß ich auch nicht. Dass die so rumzieht. Ups, da mache ich gleich die Säulen kaputt. Ich hoffe, ich sterbe jetzt nicht. Nein, gut. Waren da oben nicht Viecher? Ach, die kommen dann wohl erst, wenn ich hier wieder rauskomme. Okay. Also sterben ist sowieso ganz schlecht in dem Spiel. Ich will unbedingt das Doppelgänger-Outfit freischalten, weil das ist einfach so cool. Und ich habe es beim ersten Durchgang, weil ich keine Ahnung hatte, habe ich es erst ganz kurz vor Ende. Also im Endlevel habe ich es gekriegt. Da war ich ein bisschen traurig, dass es erst zu spät kommt. Ah, Alter. Ich hasse es. Ich hasse es. Gerade voll in die falsche Richtung gelenkt, weil ich es einfach nicht gebacken krieg. Ich muss mich echt noch ein bisschen einspielen, dann geht das. Weißt du, ich wollte gerade mit Pfeil nach unten. Ja, mit Pfeil vor allem. Mit der S-Taste wollte ich mich gerade zurückziehen, als ich hier reingerollt bin. Aber mit der S-Taste schiebt sie die Kugel hier runter. Also immer in die Richtung, in die man drückt, wird geschoben und tja.
Da muss ich mich erst wieder dran gewöhnen. Das klappt noch nicht so ganz. Kann aber nur besser werden. So. Erste Scheibe ist da. Mann, wie ärgerlich. Ah, die mit ihren zielsuchenden Scheißdingern hier. Komm runter da oben. Vor allem war halt jeder Punkt, den ich hier durch einen Todesfall verliere, jeder Punkt fehlt mir dann zu dem Doppelgänger-Outfit. Da braucht man eh endlos viele Punkte, braucht man dafür. Also es ist echt ärgerlich. Ja. Und dann auch noch so ein sinnloser Tod wie gerade eben. Einfach nur, weil ich zu blöd bin für die Steuerung, in die richtige Richtung zu lenken. Naja. Bringt jetzt auch nichts, sich drüber zu ärgern. Nach ein bisschen Einspielen läuft das alles wieder besser. Ein irgendwas Gewehr, das ich wieder nicht treffe. So. Gut, 100.000 Punkte. Komme ich hier durch? Uah, Vorsicht. Ich sehe überhaupt nicht, wo ich hinrenne. Das ist ein bisschen ungünstig. Okay. Ich gehe lieber innen rum, ist sicherer. Bevor ich hier noch in den Abgrund stürze. So, nochmal gucken. Nicht, dass wir hier irgendwo Pünktchen liegen lassen. Ich habe ja im ersten Teil habe ich auch schon wieder Punkte übersehen, die eigentlich total offensichtlich direkt vor meiner Nase gelegen sind. Aber, naja, man hat halt einfach nicht immer alles im Blick. Hier war ich schon. Ein Heil-Dingsbums. Nein, springen sollst du. Und hierhin, und dahin, und dahin. Jawohl, und wieder zurück. Und zurück. Und hier hin. Und runter. Und den habe ich schon blitzen gesehen. Hoppla. Falls ich mich irgendwie blöd ins Mikro räuspern sollte, tut's mir leid. Ich denke nicht immer dran, aber ich habe... Weiß nicht, ich habe halt einfach einen Frosch im Hals. Uah! Stirb! Danke. So. Und irgendwo da hinten liegt eine Kugel. Erstmal hier das Steinchen und das Steinchen. Wow! Alter, hat der mich gerade erschreckt. So, Munition, Steinchen.
Oh, hoch da. Da kommt schon wieder irgendwas. Habe ich doch gerade den Schatten gesehen. Alter, die Maus. Was hat sie bloß? Ich weiß echt nicht, was hier gerade los ist. Es nervt ein bisschen. Es nervt. So, nochmal ordentlich umgucken. Bloß nichts vergessen. Da liegt ein Schädel. Vielleicht war... Oh, vielleicht war es der, den ich vergessen habe. Ich glaube, runterspringen ist keine gute Idee. War jetzt gerade versucht, einen waghalsigen Sprung zu performen. Reden kann ich heute auch nicht. Hui. Ach, hier gibt's. Hier ist, glaube ich, dieser komische Echsendämon. Oh, Punkte. Mitnehmen, mitnehmen, mitnehmen. Uah, nicht runterfallen. Okay. Echsendämon, komm her. Na, wo ist er? Ach, das ist eine Kugel. Hä? Ja, finden Sie den Echsendämon, der ist doch hier. Habe ich einen Bug? Nein. Jetzt kommt er. Uah! Scheiße. Oh, lauf weg, du Blöde! Oh! Es ist unfassbar. Diesmal lag's nicht an mir. Alter, zum Kotzen. Diesmal lag's wirklich nicht an mir. Vor allem ist der Typ gar nicht so schwer. Der ist eigentlich echt leicht. Und dann renne ich gegen so eine scheiß Ecke und die kommt einfach nicht mehr raus. Oh, bleib mir fern. Da, so muss es laufen. Oh, Mann, meine Punkte. Das regt mich gerade voll auf. Das regt mich gerade richtig, richtig auf. Verdammter Mist. Habe ich, glaube ich, total übersteuert hier gerade. Oh, Dreck. Ja, ich ärgere mich. Ich ärgere mich wirklich. Oh, Alter. Ich ärgere mich gerade so richtig. Zum Kotzen. Und es gibt ja keine Möglichkeit in diesem verdammten Spiel irgendwas neu zu laden und nochmal direkt ganz von vorne anzufangen. Weil es wird ja alles sofort gespeichert. Jeder einzelne Schädel. Wenn ich jetzt neu angefangen hätte, wären wahrscheinlich die Punkte komplett weg gewesen. Und ach, ätzend. Ätzend einfach. Oh, hierhin. Blöde Kuh. Ja. Boah, Alter! Nein, ich nicht. Ich bin nicht zu blöd, in die richtige Richtung zu lenken. Hier lang. Sie macht's nur einfach nicht. Boah, Alter! Ich hoffe, es läuft jetzt besser, sonst kriege ich ja noch einen Anfall. Ja, Entschuldigung, ich bin pissig. Ich habe mich heute schon den ganzen Tag stundenlang mit dem scheiß Rechner rumgeärgert. Es ist jetzt... Finden Sie die zweite Sonnenscheibe, finden Sie die letzte. Jawohl. Es ist jetzt... Wie spät ist es? Kurz nach 9:30 am Abend. Naja. Und um 3... wollte ich schon aufnehmen. Waffe? Okay.
Oh, Alter, weg von den Kanten, du blöde Drecksfrau. Ja, klappt super. Drecksspiel. Ich bin halt echt ein bisschen pissig. Bisschen ist gut. Schon den ganzen Tag am Rumfluchen wie ein Weltmeister, weil es mich einfach aufregt, wenn irgendwas nicht so läuft, wie ich das haben will. Werde ich aggro. Werde ich richtig aggro. Ist ja auch nicht so, als hätte ich ewig Zeit, um hier rumzublödeln und mich mit irgendwelchem technischen Kram rumzuärgern. Hoch da, hoch da. Alter. Spring da hoch. Die springt da. Oh, springt da nicht hoch? Es liegt nicht an mir. Sie tut's einfach nicht. Es ist unfassbar. Muss ich jetzt echt da außen rumrennen? Beim letzten Mal bin ich da auch hochgekommen. Ich hab's auf Video. Ich kann's beweisen. Runter, runter, runter. Runter, sag ich. Ach, Mädchen, geh runter. Strapazier meine Nerven nicht so, du Blöde. Bitte beliebiges nicht jugendfreies Schimpfwort einfügen. Einmal hier. Einmal hochlaufen. Und hier. Wieder runter. Und runter. Runter. Und runter. So, was haben wir da Schönes? Irgendwas Besseres gekriegt? Eine Verteidigung. Minus Bombe. Waffe. Waffe. Ach, dann nehmen wir doch die Eule. Ja, passt. Und raus. Challenge-Raum gemeistert. War jetzt noch nicht so sehr challenging. Kommt aber auch noch. Ich weiß gar nicht, ob ich es in der Aufnahme erzählt habe, die ich hochgeladen habe, oder in der davor, die ich gelöscht habe, wegen furchtbar schrecklicher, nicht zu ertragender Mikrofonqualität. Da komme ich noch hin. Ein paar Räume habe ich im ersten Versuch, im ersten Durchlauf. Oh, nimm die Waffe, nimm die Waffe, nimm bloß die Waffe. Hui. Also ein paar Räume habe ich in meinem ersten Durchgang ausgelassen, ein paar Challenge-Räume, weil die echt ätzend waren. Das werde ich jetzt natürlich versuchen, alle mitzunehmen. Oh nein, ich bin doch ausgewichen. Auch wenn es ein bisschen ekelhaft werden könnte und lange dauert, weil... Ja, weil halt. Punkt mitnehmen. Langsam, langsam wird es ein bisschen besser. Mit Betonung auf langsam. Uah. Ich glaube, die Steuerung habe ich bald wieder drin, dann ist es nicht mehr ganz so furchtbar. Da liegt ein Schädel. Da ist ein Baum, an dem ich nicht vorbeikomme, weil ich so imba bin. Ups, so treffe ich den nicht. Ihr seid ganz schön dämlich. Hier war doch gerade noch einer. Wo ist denn der hin? Oder hat den der Dicke mitgenommen?
ich höre doch was. Wow, wow, wo kommt ihr alle her? Alter. Haha. Das war jetzt ein bisschen knapp. Okay. Kommen die immer nach? Nee, oder? Sind wahrscheinlich einfach nur ein paar. Ja, waren nur ein paar. Hier gab es einen Bug. Da bin ich auf die Brücke gelaufen. Und wieder zurück. Und hatte plötzlich die Bonus-Herausforderung gemeistert. Was jetzt aber offenbar nicht geklappt hat. Okay, keine Punkte übersehen. Hier ist doch schon wieder irgendwo irgendwer. Da ist einer. Weg. Mist. Jetzt habe ich mich. Bin ich direkt in das Viech hinein ausgewichen. Ist natürlich auch super. So. Und dahin. Und runter. Leuchtet hier was? Nein. Hier noch irgendwas? Huch! Natürlich Viecher, war ja klar. Okay. Leuchtet hier was? Nein, hier war ich auch, glaube ich, schon, oder? Ja, hier kam die Kugel runter. Wenn mich nicht alles täuscht. So. Hier noch irgendwo ein Steinchen? Nein. Hier lang und da lang und da lang. So, ich habe den Fluss überquert. Na bitte. Ganz ohne Bug. Hier liegt ein Schädel. Ein Pünktchen. Noch mehr Pünktchen. Und hier liegt doch bestimmt noch irgendwo irgendwas. Oh, das hat sich aber gut versteckt da unten. Das habe ich jetzt gerade nur durch Zufall gesehen. Dass da irgendwas komisch grün schimmert, habe ich mir gedacht, ich laufe mal hin. Beweg dich, Mädchen. So. Hier noch irgendwas? Ich glaube, ja, hier. Ja. Ich bin so imba, ich kann nicht übers Geländer springen. Ah, lustig. Auf die Brücke habe ich auch gerade gar keinen Bock. Mit ohne Gewöhntsein an die Steuerung. Hoffentlich sterbe ich nicht. Oder wenigstens nicht zu oft. Ach so. Okay, okay, okay. Einmal da hoch. Einmal so. So. Einmal so. Und wieder runter. Runter, habe ich gesagt. Braves Kind. Hier noch irgendwas? Nein. Da. So. Oh, da war noch einer. Den habe ich auch nicht gesehen. Ich weiß nicht, ob ich wirklich so blind bin oder ob die Dinger einfach nur gut versteckt sind. Nicht das untere, das obere. So. Oh, schnell, schnell, schnell. Spring. Spring. Lauf. Boah, halt dich bloß fest. So. Schön. Oh, hoffentlich habe ich keine Trucks übersehen. Vier übrig. Die finde ich hoffentlich noch. Waffe ist da. Funktioniert. Gut, gut. Boah, Alter! Wieso hat ihr das direkt gesprengt? Caps ist noch aktiv. Ich habe definitiv nur einmal gedrückt. Ja.
Das wäre vermeidbar gewesen. Es wird noch. Keine Sorge, es wird noch. Es wird noch. Nimm den Schädel. Nimm den Schädel. Okay. Okay. Ich spiele mich noch ein. Ganz bestimmt. Nimm mal den. Ich will da hochgucken. Ob da irgendwas ist. Nein, ist nichts. Kommt sie auch nicht hoch, weil sie doof ist. So. Mann, meine... So, was gibt's hier noch alles Schönes? Nein, nicht da lang. Du sollst... Komm ich da rüber? Ja. Ach, hier gibt's gar nichts. Ist ja auch nett. So, was gibt's hier oben? Ach ja, die nächste Sonnenscheibe. Okay. Moment, Waffe. Funktioniert. Was ist das? Eine Shotgun. Gut. Liegt hier noch sonst was? Kein Pünktchen, kein Pünktchen. Dann mal hier ein Bömmchen hinlegen. Hier draufstellen. Einmal sprengen. So. Perfekt. Die letzte Sonnenscheibe gefunden. Jawohl. Entschuldigung, Frosch im Hals. Ich weiß, dass ihr hier seid. Natürlich treffe ich die so nicht, war ja klar. Oh, bloß weg von den Fässern. Ups. So. Noch mehr? Huch. Munitionslager entdeckt. Munitionslager füllen ihre Munitionsreserven wieder auf. Diese von Vaskos-Truppen zurückgelassenen Munitionskisten sind über das ganze Gebiet verstreut. Ja. Zerstören sie. Ja, die Trucks. Wir sind ja dabei. Ist das? Oder das? Nicht mit Tab, sondern hiermit. Den. Ups. Ich wollte eigentlich nur gucken, ob die Waffe noch aktiv ist. Ist sie. Ja, ja, wie viele Trucks fehlen denn eigentlich noch? Ich weiß es gar nicht. Einmal da runter. Runter. So. Einmal hier hoch. So. Waffe. Hier kommt doch bestimmt gleich wieder irgendwas Nerviges. Ja, schön. Einmal. Bist du doof? Okay. Hier lang. Boah, jetzt dachte ich gerade, die springt da rein. Alter. Erschreckt mich doch nicht so. Ein Artefakt. Eine Steinfeder. Können wir die brauchen zufällig gerade? Bombe, Tempo. Nein, Tempo braucht man nicht. Nicht zwingend, nicht jetzt. Kein Steinchen mehr. Hoch. Ja, alle Trucks erwischt.
Hier war doch gerade noch was. Okay, auch erwischt. Hier nicht. Hui. Schon tot? Gut. Ich bin kein Freund von Gegnern mit zielsuchenden Geschossen. Nein, bin ich nicht. Hier irgendwo Pünktchen. Pünktchen, Pünktchen. Nein, aber Monster. Also ja. Sind ja auch Pünktchen, aber eigentlich habe ich die Steinchen gemeint. Okay. Hier lang, so lang. Boah, schießt den ab. Vorsicht, Wasserfall. Einmal hier hoch. Einmal hier. Hier hoch. Hier hoch. Ah, ich hasse euch. Okay, und da oben drauf lag ein... Puh, wie komme ich denn da hoch? Wie komme ich denn da hoch? Vielleicht so? Und vielleicht... So? Ups. Okay. Okay. Nein. Nicht daneben springen, dumme Nuss. Einmal? Zweimal? Okay, so nicht. So nicht. Wie komme ich denn da hoch am blödsten? Mal von der Seite probieren. Jetzt wollte sie wieder ihren scheiß Speer nicht werfen. Ich verstehe es nicht. Ja, super, Dominus. Nein, so nicht. Dann vielleicht hier. Ich meine, irgendwie muss man ja da hochkommen. Und so. Hoch und hoch und hoch. Ja. Schön. Alle Schädel. Hui. Nimm mal deine Waffe. So. Das hier dürfte der Challenge-Raum. Nein, das ist der Sonnenscheibenraum von vorhin. Wo ich so heldenhaft in die Stacheln gerannt bin. In diese Pfeilfallen. Okay. Mal schauen, habe ich alles Einsatzziele. Okay, okay, okay. Na ja, gut, in 5 Minuten schaffe ich nicht. Keine Ahnung, ist wahrscheinlich... Ich habe den Multiplayer habe ich nie ausprobiert, aber ich würde jetzt einfach mal vermuten, dass das im Multiplayer machbar ist. Oder zumindest besser machbar. Ich weiß es nicht. Der war unsichtbar. So, aber sonst alle Herausforderungen gepackt. Alle Bonusziele. Wäre noch nicht ganz so heldenhaft. Und dann geht's gleich weiter in die Spinnengruft. Nachdem wir hier ein paar kleine Krabbelgetiere erledigt haben. Warum steht sie eigentlich hier? Da war ich gar nicht. Ein paar kleine Krabbel... nicht damit, du... Nein, nein, nein. Hiermit. Und den auch noch.
Scheiße. Alter, der hat der mich gerade durch die Wand getroffen oder war das ein anderer? Huch. Alter, ich bin so blind, den habe ich gerade gar nicht gesehen. Hat mich der Dicke gerade echt durch die Wand getroffen? Ich will das haben. Oh, da leuchtet was. Dich hätte ich jetzt fast übersehen. Warum komme ich da nicht hin? Gib mir das. Ach, dann hab mich doch gern. Naja, weiter in die Spinnengruft. Moment. Sehe ich irgendwo meine ganzen Punkte, meine kompletten Punkte? Nein, nur die Punkte von dem Level. Ham, 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 ham. Okay, okay. Ja, egal. Einfach mal weiter in die Spinnengruft und schauen, was uns da erwartet. Juhu! Ja, sieht doch gar nicht so schlecht aus. Mal von den unnötigen Toten abgesehen und dem kritischen Versagen. Aber es ist ja, es wird ja schon langsam besser, jetzt wo ich mich wieder an die Steuerung ein bisschen gewöhnen kann. Das wird schon. Und gleich geht's weiter.